So, es geht direkt weiter. Wir wissen ja, wir müssen nach Stockwerk 20. Und wir haben, wenn ich mich noch recht erinnere, wenn die mich jetzt gleich mal nicht langsam in Ruhe lassen. Ja! Hast du ein Ausrufezeichen für mich? Ich bewerfe dich mit Satzzeichen. Nein! Ausrufezeichen ist effektiv. So, ich glaube, wir müssen den Lift nehmen. Ich nehme den jetzt einfach mal. Wenn es nicht stimmt, werden wir das gleich schon bemerken. Wir brauchen sicherlich den Lift, der bis Stockwerk 10 geht. Mal gucken, wo der hier landet. Der fährt zu hoch. Der ist es nicht. Ja, können wir denn hier abbrechen? Ne, können wir nicht. Ja gut. Eine Liftfahrt, die ist lustig. Eine Liftfahrt, die ist schön. Lalalala. So, nach unten. Also den brauchen wir nicht. Das ist der Stockwerk 30. Und ich gehe davon aus, da müssen wir auch noch hin. Na super. Tja, was glaubt ihr denn, was gleich kommt? Oder das ist doch mal wieder eine schöne Aufgabe, wo wir ja sowieso gerade im Lift durch die Gegend fahren. Sinnlos. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare in dieser Folge, was ihr denn denkt, was mit Gray Fox noch wird. Ich meine, dass die beiden keine Freunde mehr werden. Das glaube ich, wisst ihr selber. Aber was glaubt ihr denn, was Gray Fox noch mit uns vorhat? Weil wir können ja davon ausgehen, fertig wird er mit uns nicht sein. Schließlich weiß der ja, dass wir die Falle überlebt haben. Das soll mir keiner erzählen, bei 20.000 Kameras. Ich hoffe nicht, dass es so ein James Bond ernst Bösewicht, der genau in der letzten Sekunde, wenn er Bond eigentlich töten konnte, natürlich irgendwo anders hingeht. Vollkommen realistisch. Ich warte irgendwann darauf, dass sie in irgendeinem Film sagen, ich will mir ihren Tod nicht ansehen, Mr. Bond. Das macht mich einfach sehr depressiv. Ich sollte die Waffe wechseln. Jaha. Auch das wäre übrigens eine schöne Aufgabe. Wenn einer zu viel Zeit hat, zählt doch einfach mal in diesem Let's Play und vielleicht auch noch im ersten Let's Play von Metal Gear 1, zählt doch da einfach mal die Anzahl der Ausrufezeichen. Ich glaube, das waren einige. Oder vielleicht auch gleich die Anzahl der Fragezeichen. So, dann bleibt eigentlich nur der Lift. Sag mal, ist jetzt mal gut hier. So. So, weg da. Mal gucken, wo der landet. Stockwerk 10 gefällt mir. Das ist Stockwerk 10. Wunderbar. Einmal raus da. Ja. Wir stecken wieder die Waffe weg. Und wir wissen ja, was dann passiert, wenn wir Mist bauen. Was erzählst du uns denn? Gut, das wissen wir. Ich glaube, da kamen wir doch noch nicht her, ne? Ich mach mal Folgendes. Die Folge ist ja noch recht jungfräulich. Ich mach mal was. Naja, das wissen wir. Sag mir doch was Neues. So, Wände haben wir eigentlich ja abgetrennt. Aber gibt es hier nicht noch irgendwas, was wir abräumen können? Ja, ja. Übrigens, das ist auch so ein Punkt. Also, versteht einer den Gag mit der Ananas? Was erzählst du? Erzählst das Gleiche wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Weil die Pineapple-Geschichte verstehe ich nicht. Ist das vielleicht ein Hinweis? Ja, ja, das ist so wahr. Naja, nicht alle, ne? Da können sich, glaube ich, das... Oh! Gute Idee gehabt. Das ist gut. Für den folgenden Kampf ist das sicherlich angebracht. Auch das konnten sich schon eine Menge Leute denken, wer wohl der Mann mit der Augenklappe ist. Es ist auch, wenn man die Serie kennt, jetzt nicht so absurd. Ich will jetzt auch nicht sagen, in welchem Teil das noch auffälliger war. Ja, das wohl sein kann, aber...
denke, ihr wisst schon, in welche Richtung das geht. Und ihr liegt dabei gar nicht so wirklich falsch, ganz im Gegenteil. Oh, also das haben wir alles abgeräumt. Bisschen abgegradet haben wir auch, also geht's eigentlich nur noch da lang. Ziel der Übung ist, wir müssen zu einem Treppenaufgang. Ja, 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 das weiß ich, das ist schön. Und von diesem Treppenaufgang, ja, ihr könnt es euch denken. Machen wir es lustige Treppensteigen. Also geht's hier nur lang. So, tja. Ich glaube, ohne Alarm auszulösen. Ja. Geht das, glaube ich, auch nicht. Na, mit Karte 7 kommen wir da ran. Ja, super. Apfel haben wir da? Haben wir gar nicht. Also müssen wir. So. Wir sind in Stockwerk 10. Bevor einer fragt, ja, wir müssen nach Stockwerk 20. Und wird das so einfach sein? Nein, wird es nicht. Es passt aber auch gerade mit der Musik, die ich nicht ganz so gut finde. Ihr hört das im Hintergrund sicherlich. Jetzt sind wir schon bei Stockwerk 11. Lauf, Snake, lauf. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Bis jetzt sieht das ja relativ easy aus. Aber wenn dieses Spiel 1 ist, ist es definitiv nicht easy. Die haben sicherlich gleich wieder irgendeine böse Falle von uns. Na gut, die KI der Genomsoldaten ist nicht so unbedingt toll. Das ist gut so. Das macht die Sache einfach. So, Stockwerk 13 sind wir. Damit bleiben noch 7. Ist klar. Ja, ist klar. Noch ein bisschen mehr Stolperdraht, dann... Ja, natürlich. Die kommen alle unendlich hinterher, ne? Ja, ja. Die spawnen jetzt wie sonst was. Also. Boah. Boah. Super! Ich mit meiner tollen Handwaffe. Oh. So eine kleine 0815-Pistole. Ja, Solid Snake, noch härter als Jack Bauer. Gut, er hat jetzt auch noch weniger Zeit als 24 Stunden, glaube ich. Ich hoffe, so lange wird das Let's Play nicht bleiben. Stage 15. Ja, am besten rutscht noch irgendwo ab. So, das war der Stolperdraht. Die haben doch sicherlich noch irgendwelche bösen Fallen für uns. Das wäre ja viel zu einfach. So, 16 haben wir. Ich hoffe, das kommt so rüber. Also spannend ist das. Ich hoffe auch für euch als Zuschauer. Man kann sich hier auf nichts vorbereiten. Ist das eine Falle? Warum schenken die mir Munition? Ich dachte eigentlich, das wäre eine Falle. Hier wäre übrigens auch schön, so irgendwo noch auf den... beim Laufen noch irgendwie alles vermint oder so. Das wäre auch toll. Auch ein paar Fallgruben wären auch extrem nett. Ach, warum hätte ich meine Klappe nicht halten können? So. 18. Also wir schaffen das. Wahnsinnig aufgerüstet sind wir nicht. Aber das ist ja egal. Ja. Das ist ja... Sieht ja gut aus. 19. Ja, du mich auch. 20. Nee, nee, nee. Laufen, 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 laufen. Munition. Laufen, natürlich einen Schuss abkassieren, wie sich das gehört. So, wo sind wir denn hier? Müssen wir hier noch was machen? Nein, müssen wir nicht. Ah. Ihr seht das natürlich, die Pistole feuert natürlich nicht so gut. So. 7 rein.
So, Stage 20. Wir atmen kurz durch. Und warum habe ich so starke Befürchtungen? So, erstmal alles wegrüsten. Was haben wir da denn Schönes drin? Was erzählst du mir? Ja, ja, genau. Ist wie ein Vater. Er mag keine Erwachsenen. Ja, 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 ja. Warum produziert er sie? Ich meine... Ach, natürlich. Natürlich. Hört der Alarm dann auf? Ja. Bisschen was zu etwas nütze. So. Also da bringt uns das nicht. Wir müssen bei der Kamera rein. Wir müssen sowieso dahin. So. Da gibt's einen Funkruf. Was erzählst du denn? Ich bin es, einer deiner Fans. Du kannst nur springen, wenn der Wind aus Norden bläst. Gewöhnlich bläst er aus Süden. Aber manchmal wechselt er die Richtung. Du solltest ein Item haben, das dir hilft herauszufinden, welche Richtung der Wind geht. Mach's gut. Wer ist dieser merkwürdige Fan eigentlich? Ist das Anonymous? Weiß das jemand? Gut, vielleicht werden wir das irgendwann herausfinden. Jetzt ist mal gut hier. Kann noch nie wahr sein. Habe ich schon wieder so viel Munition? Ha. Snake, also ich bin begeistert. Also der Mann der Ressourcen. So, ich will aber jetzt erstmal alles absuchen, bevor wir da zur Brücke gehen. So, erstmal weg mit der Waffe. Aha. Der Balkon da drüben wurde hergestellt für Skydiving, für das Üben von Skydiving. Wenn ich nur einen Hanggleiter hätte, ich würde viel weiter fliegen. Ja, wenn du keinen Hanggleiter hast und trotzdem runterspringst, nennt man das vorgewöhnlich Selbstmord. Boss hat schon merkwürdige Leute. So, da haben wir nochmal eine Ration. So, setzen wir eben hier ein Quick Save. Und das kann tierisch nervig werden, diese Stelle. So, wo sind sie denn, die Gasgranaten? Dann kann ich eigentlich den Hanggleiter schon ausrüsten, ne? Kann ich. So, wir machen eigentlich nichts anderes als Granaten werfen. Das war's schon. War das richtig? Ist das richtig oder nicht? Hä? Dann muss ich das so machen. Trick ist doch einfach, man wirft eine Gasgranate. Das ist klar, ihr seht das, dann seht ihr einen Pfeil, in welche Richtung der Wind geht. So, der geht dahin. Und dann ist doch eigentlich dahin, dass wir auch hinwollen. Muss ich dann einfach nur die Waffe abwählen? Hallo? Das ist doch der einzige Balkon, oder nicht? Mir das zu schwierig. So. Ja. Und dann muss das genau in die andere Richtung. Aber da fliegen wir doch hin.
jetzt mal ein bisschen Unsinn, bis der Wind dreht. So. Das könnte ein lustiger Gag werden, aber dann mache ich das offscreen, das sage ich euch. Der geht doch dahin. Aber ist doch richtig. Ja, da müssen wir noch hin. Was ist der hängen, Alter? Ja. Was passiert denn, wenn wir nur den Hängleiter ausrüsten? Nein. Überhaupt keine Waffe. Dann müsste er noch im schlimmsten Fall... draufgehen. Tja. Nee, da brauche ich keinen Anfunken. Das ist eigentlich relativ einfach. Das ist doch richtig. Da soll es hingehen. Das ist ja nicht Ziel, dass es in die andere Richtung geht. Noch mal kurz. Das muss nach Norden zeigen. Also, verstehe ich jetzt, weil, ne, macht ja irgendwie Sinn. Genau, das ist der Hängleiter. So, der springt nicht. So, Punchen bringt nichts. Der zeigt nach Norden. Ja. Genau will ich doch hin. Ich will nicht nach Süden. Vor allem, der zeigt nicht nach Süden. Macht das denn Sinn, dass der nach Süden zeigt? Dann verstehe ich natürlich, dass der nicht springt. Aber wann macht er das? So ist doch gar nicht. Soll ich jetzt da mal so 5 Minuten warten? Einen Versuch machen wir noch. Warten wir mal eben. 21, 22, 23. Ich mache jetzt mal genau 20 Minuten voll. Tja. Da ändert sich nichts. Ja, schöne Folge, ne? Ich wage es gar nicht zu, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ich mache das gleich offscreen, wenn das nichts bringt. Ich hab doch nur Norden. Der ändert doch nichts. Beziehungsweise, woran sollte ich erkennen, dass sich aber mein Indikator ändert? Muss ich hier 5 Minuten warten? Muss ich erst noch irgendwas triggern? Habe ich irgendwas vergessen? Das ist alles Norden. Das ist alles Norden. Und Norden scheint es nicht zu sein, sondern es muss irgendwie der Wind nach Süden sein. Wobei das keinen Sinn macht, weil man springt ja eigentlich davon ab. Man will ja nicht zurückfliegen. Alles Norden. Oder bin ich zu... Aber so funktioniert das doch mit den Gaskammern. Tja.
Warten wir mal eben noch ein bisschen. Tja, also ihr braucht, glaube ich, jetzt nicht in die Kommentare zu schreiben, was ich falsch mache, weil das finde ich gleich noch raus. Sonst muss ich tatsächlich wirklich das, was ich gar nicht machen will, in der Lösung gucken. Für sowas. Aber das ist ja komisch. Da ändert sich doch nichts. Was mache ich denn falsch? Irgendwas muss ich ja falsch machen. So, jetzt warten wir nochmal eben genau ein paar Sekunden. Dann ist die Folge relativ lang. Und eigentlich nicht wirklich effektiv, aber was wollen wir denn machen? Ich will aber auf jeden Fall wissen, wie das geht. Also da könnte sicher sein, in der nächsten Folge weiß ich das. Da tut sich doch nichts. Der springt ja auch nicht ab. Der macht gar nichts. Und hier ist auch kein anderer Balkon. Der da unten vielleicht, aber der hat ja nun so ein Gitter. Da kann man ja gar nicht abspringen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich verstehe das nicht. Aber gut, das soll nicht euer Ding sein. Das werde ich jetzt offscreen ausprobieren. Und in der nächsten Folge weiß ich, wie es weitergeht. Das hätte ich mir nun nicht vorgestellt. Wenn wir dann mal mit dem Hanglider fliegen können, dann kann ich schon mal sagen, dann landen wir dann endlich in der nächsten Station. Hinter der Brücke. Dort, wo es weitergeht. Ne? Hinter den 7 Brücken, ihr wisst das schon. Und dann geht die Story auch weiter. Dann kommen auch noch, glaube ich, noch ein paar schöne Bossfights, soweit ich das weiß. Ich glaube, dann wäre so, vielleicht da noch einen Satz zu, wer so sagte, die Bossfights in Metal Gear Solid 2 wären krank. Ihr habt ja hier schon gemerkt, die sind ja auch ein bisschen krank. Und die werden auch noch seltsamer und merkwürdiger. Und tja, alles auf dieser anderen Seite, auf der ich, wo ich nicht hinkomme. Hilfe! Das ist ja in Anführungszeichen die symbolisierte Berliner Mauer irgendwie, ne? Ich will da raus! Nein, stimmt gar nicht, ich will gar nicht da rein. Ja. Fehlen mir jetzt eigentlich auch die Worte. Fehlen mir auch die Gasgranaten. Deswegen, ich werde jetzt offscreen mal ein bisschen ausprobieren, wie das geht. Und in der nächsten Folge weiß ich dann, wie es geht. Und dann zeige ich euch das, damit ihr nämlich genau nicht da, wie Efken Dösig steht. Ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wiederhole es nochmal. Abonnieren, kommentieren und bewerten, wenn ihr wollt. Wenn ihr könnt, wenn ihr Lust habt. Und schreibt in die Kommentare. Du kannst mit Gasgranaten nicht umgehen. Ich gehe mir jetzt schämen. Over and out.